Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge. Retro Panda quält sich, jetzt wird es hart. Und zwar ein NES-Special quasi. In dieser Folge spiele ich zwei sehr schwere NES-Titel an. Und der ein oder andere kennt mich. Ich bin so ein bisschen die Mimi, was schwere Spiele angeht. Beide Spiele habe ich bisher nicht gespielt. Und als erstes kommt ein Wunsch von dem lieben Christian dran. An dieser Stelle viele Grüße an dich. Der hat sich Castlevania 3 für das NES gewünscht. Und ich bin mit der Castlevania-Serie ehrlich gesagt jetzt nicht so super vertraut. Ich habe, wenn überhaupt, mal den ersten Teil ganz kurz mal was reingespielt. Ich habe ja einen Test zur Super Castlevania auf dem Super Nintendo gemacht. Das gefiel mir sehr gut. Aber diese Serie ist so allgemein ein relativ blinder Fleck, sage ich mal, auf meiner Landkarte. Und ich bin gespannt, was mich dort erwartet. Falls ihr auch Wünsche habt für die Quetzig-Serie, also entweder richtig, richtig harte, frustrierende Spiele oder wirklich Spiele, die einfach wirklich mies sind, egal ob 8 oder 16-Bit, ab in den Kommentare damit. Oder? Und ich komme hier wieder mal Mikrofon ran, wie ständig. Ich sollte nicht so viel gestikulieren, aber ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein. 1992 erschien, also eines der wirklich späten Spiele. Und ich gucke mal, wie ich da abschneiden werde. So, wir heißen natürlich Panda. So. Gucken wir mal, ob es wirklich so schwer ist oder nicht. Also storymäßig, musiktechnisch finde ich die Aufmachung schon mal sehr, sehr geil. Gefällt mir sehr gut. So, also die Grundhistorie ist mir natürlich bekannt. Wir spielen hier den Belmont oder das ist ja in jeder Serie wer anders. Und müssen Dracula bekämpfen. So. Ah, okay. Das hat auch diese Castlevania-Serie, glaube ich, so an sich auf dem NES. Man würde jetzt einfach denken, hey, wie jeden anderen Jump'n'Run-Spiel, ich springe hier auf die Treppe drauf. Und gut ist, nein, ihr müsst nach oben drücken und geht dann ganz langsam die Treppe hoch. Kann natürlich durchaus etwas für Verwunderung sorgen. Und ich frage mich gerade, wieso ich jetzt das Wurfmesser ausgerüstet habe. Ah, jetzt nicht. Okay. Ah, okay. Wenn ich nach oben drücke und... Ich will immer bei den Stufen... Und angreifen kann ich auch nicht. Okay. Das hätte man auch da schon fixen können. Ich will immer bei den Stufen einfach raufspringen, ne? Weil man es einfach aus so vielen Spielen gewohnt ist. Oh, die Musik ist herrlich, ne? Musik, ja. Technik ist wunderbar. Da lässt sich natürlich nicht drüber streiten. Ich bin echt doof. Also das kann man nicht anders sagen, weil ich will wirklich jedes Mal auf die Treppen draufspringen. Ich weiß, da muss man sich dran gewöhnen, dass das ist jetzt wirklich mein Verschulden und nicht das des Spiels. Aber das ist wirklich arg zäh. Dieses Treppenlaufen. Also ob ich mich daran gewöhne, ich weiß es nicht. Hat sich eigentlich als Standard durch... Diese Flugbahn ist ja auch gar nicht so einfach, ne? Es hat sich einfach bei so vielen Spielen als Standard rauskristallisiert. Natürlich nicht umsonst. Ne? Immerhin umgangen den Gegner. Dass es halt anders geht, ne? Das hat 200. Ich glaube, das erste Spiel erschien... Boah, 87 oder so, aber... Mehr. Der zweite Teil, der fiel ja so etwas aus der Reihe. Also ich muss mich hier konzentrieren. Also es ist jetzt nicht das schwerste Spiel ever, das muss ich zugeben. Nur halt dieses Treppenlaufen, das irritiert mich noch etwas. Da brauche ich auf jeden Fall Zeit, um mich daran zu gewöhnen. Und ansonsten ein wunderbares Spiel. Gefällt mir. Ich muss auch irgendwann mal, ich weiß, es gibt die Castlevania Collection auf der Switch. Ich glaube, ich muss mir die dringend mal holen. Da gibt es ja auch viele, viele andere Spiele drauf, wie zum Beispiel Kid Dracula, was ja hier nie erschienen ist. Haben ja viele mich darauf aufmerksam gemacht in den letzten Plattformer-Geheimtipps-Testvideo. Das sind die berühmten Medusa-Köpfe, ne? Ich kenne mich ja nicht so super damit aus, aber ich weiß, dass die allgemein scheiße sind. Weil die vom Flugpattern halt genau so kacke sind. Ich dachte, dass das wäre... Sie seht ja, wie programmiert ich bin, diese drehbaren Plattformen. Ich dachte, das wäre noch so, dass man die freischalten muss, quasi wie bei Mario oder sowas. Ja,
Also bisher. Okay. Ich glaube, es ist halt nicht so wie Contra in der letzten Folge. Dass es halt wirklich so ist, dass man hier ständig stirbt, sondern es ist, glaube ich, wirklich so ein Ausdauerlauf, sage ich mal, ne? Aber ich, also bisher so richtig, richtig hart ist es eigentlich nicht. Das wird wahrscheinlich später noch schwerer. Gehe ich fest von aus. Aber bisher ist alles gut schaffbar. Ich finde auch die Hintergrundgrafiken geil, ne? Also die haben wirklich so einiges aus dem System rausgeholt. Gefällt mir. Und die Musik sowieso. Ach, dafür war die Castlevania-Serie ja schon immer bekannt. Auch der Super Nintendo-Titel, Super Castlevania. Was ja quasi der Nachfolger hiervon ist. Das hat ja den Untertitel Castlevania 4. Und schon allein, wenn man das Spiel startet, ne? Okay, das kann ich. Hey. Es ist ein Ausdauerlauf auf jeden Fall. Also man muss aufpassen, dass man nicht so oft getroffen wird. Hm? Ist das Boss? Nee. Okay, also Kreuz lässt alle wegbremsen. Es ist halt ein bisschen nervig, dass die Gegner immer wieder respawnen. Ne? Das ist, das merkt man, dass man wirklich gezwungen ist, immer weiter vorwärts zu marschieren. Aber bisher, das wirklich ist mit Übung schaffbar. Also lieber Christian, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt mal meine Fähigkeiten jetzt irgendwie selber überschätze. Also leicht ist es definitiv nicht. Okay, das sieht wie ein Boss aus. Nee. Okay. Da bin ich natürlich auch mit sehr wenig Lebensenergie. Den will ich jetzt irgendwie schaffen. Das ist natürlich jetzt ohne irgendwelche Upgrades nicht so einfach. Aber auch eins, wenn man sich mit der Serie nicht auskennt. Ne? Wenn man sich so mit Retro-Gaming so etwas beschäftigt, weiß man, okay, die Kerzen, die muss man wegbremsen. So. Auch der Rücksetzungspunkt ist durchaus solide, würde ich sagen. So, okay. Wie mache ich das jetzt? Also ich werde versuchen, den hier am besten mit dem Dolch zu erledigen. Okay, kriechen kann ich nicht. Na! Ist bestimmt Zwischenboss, oder? Ich wette, ich muss wahrscheinlich hier von den Plattformen so etwas. Ja. Also stelle mich auf jeden Fall nicht so klug an, wie ich dachte. Ja, ich würde sagen, ne? Mit locker Leichtigkeit. Okay, das war bestimmt kein Boss, oder? War es wirklich ein Boss? Weil so schwer war da jetzt auch nicht. Mit dem richtigen Upgrade natürlich. Aber mag natürlich hier so ein Boss zum Anlernen sein oder sowas. Keine Ahnung. Hm. Und ja, mein Monitor hier. So. Entschuldigung für die Unterbrechung. Das war echt der Boss vom ersten Level. Ha! Dann kann man sich. Cool, man kann sich aussuchen, wo man lang geht. Hier. So mit Zahnrädern und sowas. Solche Level, die liebe ich. Da scheitere ich wirklich regelmäßig dran. Auch hier geil gemacht. Diese Treppen. An dieses Treppenlaufen kann ich mich echt nicht gewöhnen. Hm. Dann geh doch hoch. Die Musik ist echt Hammer. Die gefällt mir echt. Da bereue ich es gerade fast so ein bisschen, dass ich den NES so aus meiner Sammlung und aus meiner Testerei, ich habe mich ja so ein bisschen verschoben jetzt auf Gameboy mittlerweile, weil ich gemerkt habe, zu viele verschiedene Systeme sind auch nicht gut. Okay, jetzt schon Game Over. Okay, das ist natürlich wirklich eine Schwierigkeit. Aber dann würde ich sagen, nutzen wir die Gelegenheit, mal zum nächsten Spiel reinzuschalten und mal gucken,
wie ich mich da schlage. Allgemein, Ersteindruck, super Spiel, aber das wird nicht viele überraschen, weil Castlevania ist ja der Inbegriff für Qualität, zumindest in dieser Zeit. Ich glaube, später gab es auch mal so einen gruseligen 3D-Castlevania-Titel, der nicht mal ansatzweise das Niveau halten kann. Aber genug geredet, auf zum nächsten Spiel. Und da sind wir schon beim nächsten Titel, und zwar Bucky O'Hare. Und gewünscht hat sich der Undead Collector. An dieser Stelle viele Grüße an dich. Bei dem Titel habe ich, ehrlich gesagt, so ein bisschen mehr Respekt davor. Ich weiß nicht warum, aber ich meine, es gab auch einen PC-Teil davon. Aber vielleicht verwechsel ich das gerade im Kopf mit Jazz. Jack Rabbit fällt mir gerade auf. Das wird es wahrscheinlich eher sein. Bucky O'Hare, der grüne Hase, war damals so eine semi-große Sache. Ich glaube, es gab sogar Zeichentrickserien davon oder eine Zeichentrickserie, genauer gesagt. Das wurde so ein bisschen versucht, so ein bisschen als Maskottchen zu pushen. Ich weiß nicht, ob was jetzt zuerst da war, die Zeichentrickserie oder das Spiel. Meistens ist das ja damals ein bisschen verknüpft worden. So, hey, wir wollen Spielzeuge verkaufen, also lass mal eine Zeichentrickserie draus machen. Ne? Sie He-Man und so weiter. Das ist alles kurios und eigentlich kommerzbestimmt gewesen. Aber hat uns trotzdem so viele schöne Kindheitserinnerungen gebracht, was natürlich auch nicht zu verachten ist. Aber ich würde sagen, genug lange Vorrede. Bei dem Spiel habe ich so ein bisschen mehr Respekt, weil so diese Hardcore-Jump'n'Runs, Castlevania gerade war ja so etwas gemächlicher, da habe ich dann doch wesentlich mehr Respekt vor, ehrlich gesagt, aber schauen wir mal rein, okay, blablabla, die Story ist das üblich, nehme ich mal an, deswegen würde ich da jetzt nicht großartig drauf eingehen, ja, okay, ja. Also, ne, dieser Air Marshal, das wird der fiese Fiesling sein, nehme ich mal an. Ja, ist sehr gut. Ist sehr gut. Wahrscheinlich vielleicht dann, was doch das Zeichentrickserie zuerst da war, weil sonst kann ich mir nicht vorstellen, warum die hier so viel leben. Okay, also, ja, nehmen wir mal einen grünen Planet. Also, es ist immer schön, dass man es Mega Man-mäßig, okay, ja, Mega Man-mäßig ist auf jeden Fall vom Ablauf her. Auch hier, schöne Musik. Ne? Palcom wird in Konami sein, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das war ja der europäische Publisher von Konami. Oder Capcom. Ich verwechsel. Ich kenne es immer. Ich laber immer viel rum. Ich verwechsel immer Capcom und Konami. Ich weiß auch nicht wieso. Aber für mich ist das so ein bisschen gemischt. Gefällt mir. War das vom Stoff, von der Steuerung her super direkt ist. Es ist super flüssig. Schwierigkeitsgrad wird man gleich sehen, aber hält sich zumindest bisher einigermaßen Grenzen. Aufmachung ist super. Also was heißt hier, hält sich in Grenzen? Also es ist definitiv kein einfaches Spiel. Das wollte ich jetzt damit nicht gesagt haben. Aber damals auf dem NES waren ja die meisten Spiele nicht so geil. Wobei natürlich, man darf nicht vergessen, wenn ich hier ein Spiel anspiele, ich spiele ja immer nur so irgendwie das erste Level oder irgendwie sowas. Bei vielen dieser schweren Spielen ist das hier gerade erst der Anfang. Boah, diese Spinnen sind fies, ne? Warum? Warum greift mich hier alles an? Ich will doch nur hier den Baum hier hoch. Guck mal, ich bin doch nur ein liebes grünes Kaninchen mit einer Knarre. Warum lasst ihr mich denn nicht in Ruhe? Und wieso gibt's selbstmörderische Spinnen? Stellt euch mal vor, die würde es in echt geben, ne? Ihr keine Ahnung, es ist nachts, ihr müsst mal raus, ne? Wir werden alle ein bisschen älter. Da merken wir es selber, okay. Da muss man jedenfalls mehr raus als. Fast geschafft. Fast geschafft. Und dann sitzt da so eine Spinne da. Ihr seht die gar nicht. Und dann plötzlich explodiert die und schleimt euch voll. Das wäre irgendwie ziemlich uncool. Und ich hoffe, ich habe jetzt nicht irgendwie unwiderrufliche Traumata bei euch ausgelöst mit der Vorstellung. Ich bin in solchen Plattformen echt nicht gut, aber das Spiel ist super, gefällt mir, weil es
Ihr merkt es wirklich selber. Es ist. Ich spiele es natürlich nicht. Aber die Steuerung ist super knackig. Das macht einfach Spaß. Verzeiht mir, wenn ich so etwas ruhiger. Da hätte ich warten müssen. Bei so Timings bin ich immer schlecht. Ich versuche hier nochmal einen anderen Planeten anzuspielen. Also es ist auf jeden Fall echt nicht einfach. Ich glaube, das ist wirklich dieser Faktor. Okay. Die Vulkane spucken, aber ist das denn eine Gefahr für mich, überlege ich gerade. Ne, weil da kommt was runter. Ist das jetzt nur Deko oder muss ich dann da wirklich ausweichen? Okay, das ist natürlich, wenn man im Sprung getroffen wird, dass man dann gleich abstürzt. Das ist natürlich ziemlich uncool. Aber man merkt, dass das Level hier wieder den Fokus etwas anders setzt. Okay, man darf nicht getroffen werden. Immerhin ist das hier nicht ein Hit und man ist tot. Muss ich hier einfach schön stehen bleiben? Ja. Schade zumindest nicht. Da gibt es bestimmt auch noch extra Waffen und sowas, ne? Also, gefühlt gibt es ja viele so ein bisschen, ich sag mal, zumindest Mega Man inspiriert, ne? Weil das hier hat eindeutig Mega Man Vibes. Von der allgemeinen Steuerung. Da war ich jetzt so von diesem Klops irritiert. Muss ich da rauf? Anscheinend. Kai? Ach so, so. So, okay, solche Passagen hasse ich immer, wenn die Deckenhöhe einen den Sprung irgendwie vermiest. Ich würde sagen, ich spiele alle Planeten einfach mal an, wenn ihr Bock habt. Okay. Oh, Eiswelten. Und ihr seht, man schwittert. Sowas hasse ich immer. Okay. Das ist so typisch, ne? Laber ich, hey. Fällt da durch. Okay. Wie komme ich da jetzt durch? Wasser wird wahrscheinlich gleich tot sein. Kann das Eis nicht zerschießen? Piu! Ich kann hier nur so. Okay, unten haben wir Power Meat. Ach, kann ich doch nicht springen? Ich muss ja irgendwie. Okay, das war jetzt natürlich einfach mal getestet, ob ich vielleicht nicht doch schwimmen muss, ne? Hätte ja sein können. Seltsam. Ah, vielleicht hast du diesen Sprung nur kurz auf Power und dann irgendwie. Hilfe, ich bin zu blöd. Kann ich irgendwie so einen Dash machen? Also da bin ich jetzt gerade echt so doof. Vielleicht gibt's da. Vielleicht gibt's da irgendeine Spezial. Oh nein, 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 nein! Ich wollte nicht. Moment, Moment. Ich werde das hier mal resetten. Ich wollte eigentlich jetzt die andere Welt, die letzte Welt nochmal machen. Gefällt mir aber. Ach, Konami. Konami, genau. Konami. Habe ich gerade gelesen. Pycom ist natürlich Konami. Habe ich auch am Anfang gesagt, oder? Ich bin mir gerade unsicher. Ja, ja. Komm, 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 komm. Ja, ja. Ja, Entschuldigung, dass wir durch jetzt meine Trotteligkeit und dass das Intro jetzt neu erleben müssen. Naja, also anscheinend muss ich hier meine Kollegen retten, was ja durchaus ein guter Kurs ist. Ja, ja, komm.
spiele übrigens hier, falls euch wundert, Controller natürlich hier mit meinem wunderbaren Gameboy. Da habe ich ja mal ein Video gemacht, wie man den als Computer-Controller benutzen kann, durch eine kleine technische Spielerei. Und ein besseres Gamepad für sowas gibt's nicht, ne? Ich geh's aber gleich los. Auch geil gemacht. Also die Grafik gefällt mir richtig. Ah, kann ich jetzt. Ich weiß jetzt, wie man hochspringt. Okay. Reicht immer noch nicht. Wobei, das Level gefällt mir jetzt bisher am wenigsten. Also grafisch natürlich super. Aber jetzt hier. Ah! Vom Aufbau her etwas einfach. Cool, so mit Hintergründen. Ja. Okay. Ich bin etwas verwirrt. Okay, dann muss ich von der Seite auf. Ja, also ich glaube, das durchzuspielen, das wird echt nicht einfach. Also die grüne Welt, die wirkte irgendwie wirklich einfacher. Ich weiß auch nicht, wieso. Ach, diese blöden... Ja. Ihr seid doch auch grün, warum wollt ihr mich töten? Hier, diese Türme finde ich gemein, weil die halt so grau sind. Die sehen so aus, als ob die quasi zum Hintergrund gehören würden. Ne? Es sieht aus wie diese Rohre. Das wird ja mal schlimmer. Ich meine, cool, was sie hier grafisch abgeleistet haben, aber... Ja, ich stelle mich natürlich auch blöd an. Ich müsste hier eigentlich mehr ausweichen und sowas. Geschickt. Ein Versuch haben wir noch. Schauen wir mal. Da wird man hier auch bombardiert. Also, auch so schön, wie der Hintergrund aussieht. Ne? Er lenkt vom Spielgeschehen ab. Weil da ständig irgendwie was Grünes am Start ist. Ne? Komm hin. Versuche einfach mal durchzuwaschen. Gucken, ob das klappt. Wow. Ach du Scheiße. Okay, wie habe ich das geschafft? Aber coole Idee. Dass die quasi in ein Level jetzt so viele... Ach, die schießen die auch noch. Das ist schon? Da habe ich nicht aufgepasst. Okay, also da muss ich sagen, das Spiel gefällt mir. Die haben da wirklich auf kleine Abschnitte versucht, wirklich sehr, sehr viel Abwechslungsreiches einzubauen. Finde ich echt super. Also wunderbare Wünsche, danke an euch beiden. Wie gesagt, wenn ihr auch Wünsche habt, ab in die Kommentare rein. Und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.